Wenn wir jetzt zurück an den Anfang gehen und Schritt für Schritt die Untersuchungsergebnisse verbinden, können wir zeigen, wie Flug 781 zum Unglücksflug wurde. Der ständige Druckausgleich wandelt die mikroskopisch kleinen Defekte in Ermüdungsrisse. Um 10.57 Uhr fallen die Trümmer von Flug 781 vom Himmel. 35 Menschen haben ihr Leben verloren.